Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir das Worträtsel auf dem Gemälde der Mona Lisa entschlüsselt. Die Lösung lautete: Leonardo legte eine Spur zwischen Bacchus und Uriel in Positur. Und wir haben festgestellt, dass man ziemlich alleine gelassen wird mit den Rätseln. Man hat nur zwei Hinweise bekommen. Auf einen davon bin ich selber gekommen. Und jetzt müssen wir zu den Gemälden, wo Bacchus und Uriel zu sehen ist. Und wir haben noch was gelesen über die Mona Lisa. Geschichte haben wir noch nichts. Menschen noch nichts. Orte Louvre. Nee, komm, das machen wir zum Ende des Parts hin. Da werde ich dann immer mal ein bisschen was vorlesen. Ach so, ja gut, das könnte man natürlich lesen. Das wäre nicht schlecht. Bacchus Uriel. Der Code, der auf der Mona Lisa geschrieben wurde, war ein Substitutionsverschlüsselungscode. Die entschlüsselte Nachricht lautete, ja, das habe ich gerade eben erklärt. Gut. Mona Lisa Rätsel. Was sagst du denn dazu? Auf der Glasscheibe der Mona Lisa finden sich Symbole. Die Anordnung dieser Symbole nach zu urteilen, handelt es sich dabei um Wörter. Der entschlüsselte Code lautet... Ja gut, also das hier zu lesen... Achso, diese Verschlüsselung. Eine Substitutionsverschlüsselung ist eine Methode, eine Nachricht zu verschlüsseln, indem man diese so kodiert, dass sie nur schwer wieder dechiffriert werden kann. Die ursprüngliche Nachricht nennt man dabei den Klartext und die verschlüsselte Nachricht ist ein Kryptogramm oder ein Code. Bei einer Substitutionsverschlüsselung wird jeder Buchstabe des Klartextes durch ein anderes Symbol ersetzt, normalerweise durch einen anderen Buchstaben des Alphabets, aber dies muss nicht zwingend der Fall sein. Alphabet ist eine geordnete Reihenfolge von Symbolen. Das englische Alphabet ist beispielsweise eine geordnete Reihenfolge von 26 Symbolen, die aus A, B, C bis X, Y, Z besteht. Bei einer einfachen Substitution wird jeder Buchstabe des Klartextes durch dasselbe Codesymbol ersetzt. Das bedeutet, dass das Verhältnis des Klartextalphabets und der Codesymbole 1 zu 1 ist. Bekannte Beispiele für die Substitutionsverschlüsselung sind beispielsweise in der Sherlock Holmes Geschichte Die tanzenden Männchen und in Der Goldkäfer von Edgar Allan Poe zu finden. Ja, das haben wir ja schon gelesen. Ja, da waren wir doch auch schon drauf. Warum ist das dann teilweise rot und teilweise Dings? Naja, gut. Ja, also... Bisher mein Eindruck von dem Spiel. Ich kann verstehen, warum meine Eltern damals aufgehört haben, es zu spielen, aber nein, das werde ich nicht tun. Ich werde das jetzt durchziehen, auch wenn mir die Rätsel jetzt schon auf die Nerven gehen. Das Kampfsystem ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber man kann damit klarkommen, das geht. Grande Galerie, gehen wir mal wieder rein. Wir suchen ja jetzt ein Bild von diesen komischen Herren, beziehungsweise zwei Bilder. Suchen Sie auf Gemälden, die Bacchus, Uriel und Johannes den Täufer zeigen, nach Hinweisen. Von Johannes, dem Täufer, wurde doch noch gar nicht gesprochen. Nun, ich sehe hier nichts Besonderes. Trotzdem scheint jeder auf irgendetwas hinzudeuten. Bacchus deutet nach rechts und Uriel deutet nach links. Und da Johannes der Täufer und der deutet nach oben. Also praktisch deuten, kann man sich die einzeln angucken? Ja, die Felsgrotten-Madonna. Steht da sonst noch was? Ne, nur die, die wichtig sind. Geh weg da. Johannes der Täufer, Bacchus und dann da drüber das. Also die wurden so aufgehängt, dass man praktisch links und rechts auf den Johannes Täuferchens kommt und oben dann auf dieses komische Bild da. Also, ich schreibe mir das schon mal auf, falls das irgendwie wichtig sein sollte. Bacchus ist links gewesen, wenn ich mich nicht irre. Uriel rechts. Ach so, und wo Robert sagte, Uriel sei ein Engel, musste ich erstmal so dran denken, nein, das war der König von Tamriel. Aber gut. Und Uriel ist rechts, nur falls es irgendeine Bedeutung hat. Gucken wir uns erstmal den Bacchus an. Sophie, du hast zwar ein schönes Gesicht und dein Vater war anscheinend Glaser, aber... Also
das sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas oder im Rahmen oder so. Das sieht so lose aus, das Bild. Naja. Was ist mit der Felsgrotten-Madonna? Ja, Madonna, deine Grotte hat auch lange keiner mehr untersucht, ne? Naja, wenigstens mal so ein bisschen angucken hier. Also vor den Rätseln graut es mir ganz ehrlich jetzt schon wieder, weil auf diese Lösungen... Ja, ich weiß es nicht. Dann gucken wir uns mal den Täufer an, geschweige denn Sophie lässt uns dahin. Deutet es nach oben. Kommen wir nach oben? Ja. Da ist doch was. Da oben ist was auf dem Bild. Über Johannes dem Täufer. Heben Sie mich hoch. Vielleicht komme ich dran. Oh la la, Sophie, und du trägst doch nur einen Rock. Oh, das ist Großvaters Ring. Die Lilie ist ein Symbol für Reinheit, deshalb verweist sie oft auf die Jungfrau Maria. Aber warum hat er ihn dann versteckt? Warum hat er ihn nicht einfach anbehalten? Wahrscheinlich hatte er Angst, die Polizei könnte ihn als Beweisstück betrachten. Aber warum? Er wollte, dass wir ihn finden. Hat der Ring eine Gravur, einen Hinweis? Nein, nichts. Hören Sie die Nachricht ab, die auf Sonniers Anrufbeantworter hinterlassen wurde. Das war wo? Da hinten? Und wo sind die Polizisten hin, wollte ich gerade noch so sagen. Na. Sophie Neville hat dem vom GPS-Sender erzählt. Was? Warum? Nun, ich habe gerade etwas gehört, das bestätigt, dass sie ihn eingeweiht hat. Aber, Kapitän, wo ist Langdon denn jetzt? Gab es irgendeinen Feueralarm? Nein, Sir. Okay, dann muss Langdon noch in der Galerie sein. Da drin? Aber was macht er dort? Sind Sie bewaffnet? Ja, Sir. Dann gehen Sie. Ich kann in den nächsten Minuten nicht zurück. Und ich will nicht, dass Langdon entwischt. Sicher ist Agentin Neveu mit ihm da drin. Kümmern Sie sich darum. Ich möchte, dass Sie Langdon und Neveu dingfest gemacht haben, bis ich zurück bin. Okay, gehen wir. Robert, da kommt jemand. Verstecken Sie sich, sonst werden Sie entdeckt. Verstecken. Wo denn? Lauf mal ein bisschen, ne? Lauf doch. Du kannst doch rennen. Kannst du dich da drinnen verstecken oder ist dann vorbei? Das ist unwichtig. Ja, schön. Da, zufälligerweise. Verdammt, der eine geht auch noch hier hin. Nee, das... Mona Lisa Raum. Kommen die hier auch nochmal hin, oder wie? Das wäre nämlich dann jetzt doof. Wo soll man sich denn hier bitte verstecken? Witzig. Da kommen wir nicht hin. Na, die Gemälde können wir uns auch nicht angucken. Das ist ja doof. Jemand da? Nee, sieht nicht so aus. Ist das nicht wieder diese... Nee, das ist nicht die Grande Galerie. War was? Achso, das war nur mit ihr reden. Hinterhalt? Auf wen? Auf Sophie? Wen sollen wir hier angreifen? Hier ist keiner. Ah, okay. Wen... Hier ist doch keiner. Wen hast du denn jetzt bitte angegriffen? Robert, siehst du was ich nicht sehe? Na, dann müssen wir zurück. Können wir die nicht einfach K.O. schlagen? Ich habe keinen Bock, mich zu verstecken. Kommt her. Ich speichere nochmal, auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt, aber tun wir das trotzdem. Nein. Ja.
Meine Phrasen. So. Ich möchte kämpfen mit euch. Oder sind wir dann... Ach, die haben Schusswaffen, ne? Ja, ist klar, das schnallen die nicht. Ja, guck dir das Bild an. Ist ja nicht so, als wäre hier irgendwie... irgendwas anderes wichtig. Was? Das sieht der nicht. Ich kann und werde mich verteidigen. Ja, ja, du, warum sagt er das jetzt schon wieder? Ist doch gut. Wenn sie einen Angriff starten, ja, ja. Na, letztes verkackt. Aua! Das hätte nicht sein müssen, wenn sie mich nur in Ruhe gelassen hätten. Okay. Das ist ein bisschen extrem jetzt. Kannst du nicht die Waffe von dem nehmen? Nee, du kannst den nur ziehen. Okay. Jetzt steht der da hinten an der Tür. Bleibst du da? Oder kommst du zurück? Du gehst weiter. Und der sieht das nicht. Der sieht das nicht. Ist klar. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Sophie, verstecken. Bitte. Jetzt guckst du dir da das Bild an oder den Pfeiler. Ist sehr interessant, ne? Bleibst du da? Ja. Auf jeden Fall gerade noch. Sieh da! Halt! Ja, ja. Es wäre besser, wenn sie mich gehen lassen würden. Komm her. Na, das ist relativ einfach, vor allem, weil das immer mit der Maus ist. Das hab ich. Na ja, gut, das geht. Wir müssen doch nicht kämpfen. Doch, müssen wir leider. Ja, das mit den beiden Maustasten, das packe ich irgendwie nie. Das ist schön. Au. Ja gut, das war ein bisschen zu... Au. Lässt du das bitte sein? Sie wollen kämpfen? Ah gut. Hau den doch K.O. Immer noch nicht. Zwing mich dazu. Den beiden, das verstehe ich nie. Oder was heißt verstehe ich nie? Das schaffe ich nicht. Teilweise. Da sagt noch einer, ein Wissenschaftler müsste nicht boxen können. Okay. Was sollen wir überhaupt tun? Ziele. Hören Sie die Nachricht ab, die auf Sonjas... Okay. Nein. Dann müssen wir in das Büro. Die Tür muss abgeschlossen sein. Sie geht nicht auf. So ein Pech aber auch. Reg dich doch nicht so künstlich auf. Tür nicht öffnen. Die Tür ist abgeschlossen. Gut. Auf jeden Fall nerven uns diese Typen jetzt hier nicht mehr. Und dann müssen wir wahrscheinlich auf die andere Seite. Lauf mal. Ist hier vielleicht noch irgendwas anderes? Weil wir haben ja so eine Saturnkugel gefunden. Und das ist... Also das ist aufgelistet in den... In den Dingern, die man finden kann. Was ist da? Mona Lisa Raum wieder nur, ja. Da müssen wir dann wahrscheinlich nicht hin, oder? Das ist wohl nicht relevant. Ja gut, dann nicht. Dann doch wieder da rein. Oder was? Oder wie oder wo? Nee, das ist ja der einzige Dings hier. Nun, hier ist keine Tür. Okay, wieder zurück. Wir müssten diesen einen Gang nochmal finden. Sagst du hierzu was? Das kann ich ignorieren.
Das ist schön, dass du das kannst. Ich nicht. Also da ist Blut und so. Also das. Wie kann man das ignorieren? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Wo ist denn dieser Raum? Bin ich jetzt so doof? Wer einer von euch hat jetzt ja gesagt, dann gibt's Ärger hier. Das muss ja wieder dieser komische Gang sein. Hast du noch was? Das ist nicht das, wonach ich suche. Jo, man sucht selten nach einer Leiche, ne? Ja, aber hier die Türen, die sind ja alle zu. Kommen Sie nicht auf, abgeschlossen. Sophie, red mit mir. Rede mit mir, Sophie. Ich glaube, wir sind noch nicht jeder Möglichkeit nachgegangen. Das befürchte ich auch. So, da der Part sich dem Ende nähert... ja gut, den könnten wir uns vielleicht mal angucken. Ein kunstvoll gefertigter Ring aus Gold. Das Symbol der Prieur de Sion ist deutlich sichtbar an der Oberseite angebracht. Sieht ja schön aus, muss man ehrlich sagen. Aber da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. Kunst. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer da Vinci. Als Leonardo da Vinci starb, war von seinem Besitz nur wenig geblieben, darunter auch die drei Gemälde, die Jungfrau und die heilige Anna, Mona Lisa und sein letztes Bild, Johannes der Täufer. Täufer, Punkt. Auch wenn der genaue Entstehungszeitpunkt von Johannes der Täufer nicht bekannt ist, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass Leonardo es einige Zeit, nachdem er 1513 in den Dienst des Medici-Papstes Leo des Zehnten getreten war, vollendet hat. Antonio de Beatis, der Sekretär des Kardinals Luis von Aragon, sind wir jetzt hier bei Herr der Ringe, cool, berichtete, dass er es im August 1517 während eines Besuchs von Leonardos Werkstatt in irgendwo in Frankreich vollendet gesehen habe. Wie die Mona Lisa ist Leonardos Johannes der Täufer ein Ölgemälde auf Holz. Im Gegensatz zur traditionellen Darstellungsweise, nach der Johannes von seinem Leben in der Wüste mit Heuschrecken und wildem Honig als einzige Nahrung ausgemergelt war, ist die Figur auf dem Gemälde ein rosiger, androgyner Mann mit einem Kreuz aus Schilfrohr in der Hand und in Tierfelle gehüllt, der den Zeigefinger nach oben zum Himmel reckt. Eine Untersuchung mit monochromem Licht, das zur Intensivierung des Kontrastes des Gemäldes diente, hat zutage gebracht, dass vielleicht ein anderer Künstler die Tierfelle und das Schilfkreuz später dazugefügt haben könnte. Von fließenden und sich kräuselnden blonden Locken umrahmt, hat Johannes ein ähnlich rätselhaftes Lächeln wie die Mona Lisa. Beide sind mit der von Leonardo entwickelten Smooth-Mato-Technik gemalt, die scharfe Konturen durch eine stufenlose Vermischung der Töne verschwommen macht, um Tiefe und Fülle zu schaffen. Okay, das war sehr interessant und ja, sehen wir uns im nächsten Part und finden dann hoffentlich mal das komische Büro.